Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu Mario Maker oder Super Mario Maker besser gesagt, das Happy Wheels für die Wii U quasi. Denn für, ja, mit dem Mario Maker gibt Nintendo jetzt das erste Mal ein Kit mit, wo man sich selber Mario Level bauen kann. Ich kann hier ein bisschen rumlaufen und was ich aber auch sehr weiß, was ich euch natürlich nicht voranhalten will, was ich bei Zombie gesehen habe, man kann hier auf die Sachen klicken. Woo! Tada, tada. Oh, man kann hier rumspringen. Ach ja, genau, der Vogel. Abonniert Corona. Abonniert Corona. Abonniert Corona. Abonniert Corona. Nice. So, und wir fangen erstmal an. Das Schöne an dem Spiel ist nämlich, dass man nicht nur selber Level bauen kann, sondern dass ich auch andere Level spielen kann. Ich habe mir da jetzt schon was ausgedacht, denn ich möchte natürlich auch eure Level spielen. Und dazu gibt es ein kleines Google Docs Formular Gedöns, was ihr ausfüllen könnt. Da tragt ihr einfach euren Namen ein und diese Level-ID, die ihr später bekommt, wenn ihr eins gebaut habt. Und ja, dann werde ich eure Level mal so ein bisschen spielen. Ich habe euch hier gefragt, was ihr lieber sehen wollt, spielen oder bauen. Und ganz viele, oder der größte Teil, der größte Teil wollte tatsächlich bauen sehen. Und deswegen fangen wir einfach mal mit dem Bauen an und spielen dann immer so ein bisschen auch eurer Level. Ich würde gern ein komplett neues Level bauen. Wie mache ich das denn? Okay, wir gehen auf Bauen. Dann wahrscheinlich auf den Speicherbot. Neue Datei. Nee, Moment. Will ich ja nicht. Das klingt wie Gangnam Style. Okay, wir klicken mal wieder darauf. Laden. Wie baue ich denn jetzt ein neues Level? Neuen Level bauen. Alles klar. Ciao. Okay, wir gucken mal. Ja, okay. Nehmen wir den Classic-Stil oder nehmen wir dann doch lieber den New Super Mario Bros.-Stil? Ich baue mal im Classic-Stil. Das ist, glaube ich, cooler. Wir bauen das erste Level im Classic. Okay, da starten wir. Das ist schon ganz geil. Wir machen mal was ganz basic, oder? So. Über zwei. So, die Sounds sind alle ein bisschen sehr nervig. Das muss ich jetzt mal ausprobieren, ob man das denn auch so spielen kann. Das ist ja easy. Bald sind neue Elemente verfügbar. Probiere so lange die bereits vorhandenen Elemente aus und lasse deine Kreativität freien Lauf. Okay. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir das alles nochmal weg hier. Oh. So, alles mal wegmachen. So, okay, dann probieren wir mal was anderes aus. So, was haben wir denn da? Wir haben hier das Element. Machen wir so einen kleinen Abgrund direkt mal zum Anfang rein. Da kommt dann am besten so eine Röhre hin. Die können wir ein bisschen größer ziehen. Da kommt dann natürlich auch eine Blume rein. Dann läuft ein Goomba rum. Hier läuft auch noch einer rum. Da müssen wir natürlich hier auch noch welche ranmachen. So, ich baue einfach mal so ein bisschen. Ne? Ihr seht dann ja, was ich hier so Witziges zusammenschustere. Beziehungsweise, ich mag das irgendwie, dass es da so hoch ist. Nee, das ist auch irgendwie doof. So, gucken wir mal. Wichtig sind natürlich auch Münzen. So, machen wir einfach mal so. So, oder? Das sieht doch, glaube ich, gar nicht mal schlecht aus. Hier müssen wir die noch ein bisschen anders besser platzieren. Da machen wir das, glaube ich, mal. Ups, nein. Das will ich auch nicht, sondern am besten so. Oder? Ja, das wird schon gehen. Dann machen wir hier aber nochmal vielleicht einen so weg. Den vielleicht auch nochmal. Da kann man doch trotzdem rüberspringen, oder? Okay, wir starten nochmal. Kann man da überhaupt alle Münzen kriegen? Wir starten mal am Anfang. Okay, wir müssen auf jeden Fall
bei den Gummas ein bisschen aufpassen. Ah, wobei, die können wir da auch wegnehmen einfach. Dann machen wir hier die dahin. Die laufen nicht runter, oder? Glaube ich, oder? Laufen die auch runter? Wieso laufen die dann auch runter? Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja doof. Achso, und ich will noch was ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt baue. Yeah, Zelda Skin. Nice, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier... Das heißt, wir starten schon mal mit Zelda. Das ist schon mal cool. Wir starten mit Zelda. Wir machen dann... Na, wobei, nee, das passt schon so. Ja, dann können wir uns die aber sparen. Die können wir uns dann sparen. So, ist, glaube ich, besser. Dann, ja, muss ja weitergehen hier hinten. Wir machen einfach noch hier sowas hin. Ups. So, dann kommt hier eine Röhre hin. In die Röhre soll man aber reinlaufen können. Okay, das geht dann wahrscheinlich noch nicht. Gut, dann mache ich hier auch erst einmal noch eine Pflanze rein. Dann, warte, man kann doch irgendwie nicht kopieren. Mehrfachauswahl, okay. So. So, passt. Dann... Ja, es wird jetzt kein besonders berauschendes Level. Wir müssen ja auch noch irgendwo was hier... Guck mal, hier so einen Block müssen wir ja noch irgendwo hin machen. Dann machen wir den einen... Machen wir einen Pilz. In den anderen machen wir Münzen. Ups. So. Dann geht's natürlich hier unten ein bisschen weiter. Guck mal, jetzt kommen sogar einfache Random-Bäume. Dann machen wir hier da was zum Springen, was zum Zertrümmern, was zum Springen, was zum Zertrümmern, was zum Springen. Hier unten kommt dann noch ein bisschen was hin. Und dann verteilen wir aber mal Münzen, Münzen und was Fieses. Wobei man kann ja dann auch sowas. Und dann können wir ja hier die da reinziehen, oder? Ich weiß gar nicht. So, starten wir das mal hier. Okay, wie viele Münzen kommen denn da bitte raus? Oh. Oh, cool. Da kommt sogar ein neuer Sound. Nice. Okay, passt. So, aber dann möchte ich trotzdem gerne die Kaputtmachblöcke hier haben. Hier oben zwei. Da, was kommt denn da raus? Machen wir einen, so einen Pilz zum Zurückverwandeln und... Okay, wir haben noch nicht so viele Stufen, ne? Was kann man da noch machen? Müssen wir noch eine Münze reinmachen. Okay, dann soll man irgendwo hier rüberspringen können. So. Wie lange geht das eigentlich schon? Och, 10 Minuten. Das passt, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Wobei, ich packe die einfach hier unten hin. So, da kommt eine Pflanze hin. Und von oben kommen mir hier ganz viele Goombas entgegen.
Und natürlich auch noch eine Schildkröte, die auch so ein Dings hat. So, und dann probieren wir es mal aus. So, zack, damit verwandeln wir uns in... Oh, fuck! Es ist Yoshi! Nice! Okay, das ist cool. Wir starten als Link und können uns dann in Yoshi verwandeln. Okay, das ist sehr schön. Oh, was habe ich jetzt getan? Dann müssen wir hinten... Machen wir so einen kleinen Jump. So, oder? Mal gucken. Ist das cool? Nice. Okay. So. Was haltet ihr bis jetzt von dem Level? Das könnt ihr mir mal reinschreiben. Ich bin gerade momentan nicht der Kreativste. Das stimmt natürlich. Das ist wahr. Wir können natürlich hier noch ein bisschen, um das Ganze schwerer zu machen. So. So, ist glaube ich besser. Wenn wir uns da jetzt nämlich draufstellen. Ja, es macht's nicht wesentlich schwieriger, oder? Okay, wir schwimmen mal kurz hier hoch. Machen dann hier einfach so eine komplette Decke drüber. So, können wir hier irgendwelche Hidden Blocks kann ich noch nicht machen. Wir zappen dann einfach mal hier so Dings hin. Wobei... Na, das ist irgendwie... Nee, das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie doof. Ich will das irgendwie anders machen. So, das ist jetzt irgendwie fordernder, oder? Nee, ich will das dann auch einsetzen, so. Beziehungsweise, wir können ja noch... So, eine und die können wir mit einem Pilz füttern. Das ist doch fies, oder? Ist das fies? Komm, wir setzen mal... Wir starten mal da. So. Da muss man perfekt raufkommen, kann das sein? So. Okay, das können wir erstmal so stehen lassen als erstes Level. Ich werde euch das natürlich zur Verfügung stellen. Neue Datei speichern. Natürlich auf Welt 2. Das Ganze nenne ich Pflanzenparty. Nee, Pflanzen. Wie nennen wir das denn? Pflanzensprung? Pflanzenparty, Pflanzensprung, wie kann man das denn nennen? Wir nennen es einfach Blumenwiese. Blumenwiese. So, okay.
Jetzt will ich das natürlich noch irgendwie hochladen, das Level. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie man das hochlädt. So. Dafür geht man bestimmt hier irgendwo drauf. Oder auch nicht. Das ist zurücksetzen. Das ist... Oh, oh, oh. Warte. Okay, dann machen wir... Da war es doch eben. Speichern und hochladen. Du musst diesen Level erst selbst abgeschlossen haben, damit du ihn hochladen kannst. Möchtest du den Level nun abschließen? Okay, dann machen wir das eben mal ganz kurz. Die Blumenwiese. Okay. Zack. Jetzt sind wir großer Mario. Ah, jetzt sind wir... Was zum... Okay. Guck mal, wir sind ein Goomba. Oh, oh. Okay. Das sollte nicht passieren. Das ist schon schwierig. Ich geb's zu. Also gerade mit den Pflanzen, die Hitboxen sind riesig. Jetzt sind wir Mario. Na komm, was kriegen wir jetzt? Na komm hier. Nein! Oh, okay. Das Ganze nochmal also. Von vorne. Es kann ein bisschen dauern. Ich bin halt nicht der beste Mario... Der beste Mario-Spieler, wollte ich gerade sagen. Okay. Don't risk anything. Zack. So, jetzt hier hoch. Und direkt als Yoshi gestorben. Okay, Leute, nehmt es mir bitte nicht so übel, aber ich bin ein grottenschlechter Mario-Spieler. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich habe auch Mario Land 2, das war das erste Mario, was ich habe nie durchgespielt gehabt auf dem Game Boy. Was ist das denn jetzt? Oh Gott, das ist hart. Das ist richtig hart da unten. Denn ich muss quasi direkt auf dem Dings draufspringen. Also ich muss so richtig hart an die Kante. So, jetzt scheiß mal drauf. Ach, Mann. Okay, jetzt muss ich hier hoch. Wieder dieses komische Dings hier. Was ist denn das? Okay, die sind kein Problem. Oh Gott. Nein! Ah, okay. Das ist tatsächlich wirklich knifflig. Weil die nicht nur unten, also weil die nicht nur, ja, die das Problem hat mit der Hitbox unten, sondern auch, weil man da noch drüber springen muss. Also so muss man senkrecht hochspringen. Ja, Mann. Oh, oh. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Das kann doch nicht sein, dass ich das Level so schwer gemacht habe, dass ich es selber nicht schaffe. Also ist es ja möglich. So, jetzt bitte irgendwas Praktisches. Ich weiß nicht, ob das praktisch ist. Verdammt, habe ich natürlich auch jetzt richtig schön gefailt. Nein! Okay, also ihr seht schon, worauf das ganze Let's Play hier hinauslaufen wird. Auf sehr viel Fails und ja, wie auch immer. Und ihr seht schon, die Aufnahme geht tatsächlich schon 20 Minuten. Oh, guck mal, ich bin Link. Also das ist natürlich auch nicht mein... Ich bin zu doof. Ach, verdammt. Okay, also es ist natürlich nicht meine Absicht hier, so ein 20-Minuten-Parts draus zu bringen, sondern ich möchte natürlich auch vielleicht ein paar Level schaffen. Und jetzt wisst ihr auch ungefähr so, wie meine Skills sind. Also es wäre nicht schlimm... Oh, falsche Taste gedrückt. Es wäre tatsächlich nicht wirklich schlimm,
wenn ihr einfach leichte Level bringen würdet. Denn ihr seht ja, ich habe meine Mühe und Not hier, durch das Level durchzukommen. Das hat sowieso schon die Hälfte wieder weggeschaltet. So. Yoshi! Oh, nice, das habe ich geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Ach, verdammt. Aber so in etwa muss man darüber kommen. Ich kann es leider nicht online stellen, ohne es geschafft zu haben. Und wisst ihr was? Ich mache es uns einfach ein bisschen leichter. Diesen Level bearbeiten. Ich mache Folgendes. Und zwar werde ich den hier einen höher machen. Das ist ziemlich fies. Gut. Speichern, hochladen. Zack. Ich muss ihn natürlich selber spielen, um das Ganze zu schaffen. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Ich würde sagen, ein, zwei Tries mache ich. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann werde ich das offscreen einfach mal machen, weil ich will jetzt auch nicht hier eine halbe Stunde Mario Maker Parts bringen. Einfach, weil ich zu blöd bin, hier das Level zu schaffen. So. Hopp. Ah, komm. Einmal noch. Ihr kennt das. Dann einmal ist kein Mal, oder? So, wir brauchen den großen Pilz. Wir brauchen den Pilz, der uns wieder ein bisschen bequemer macht hier. Yoshi! Oh nein! Fuck. Das kann man tatsächlich auch mal versuchen. Wenn ich da oben heil rüberkomme, dass ich einfach mal versuche, meinen Pilz quasi zu opfern, während ich durch das große Ding springe. Oh nein! Gut, Freunde, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Runde. Gebt mir natürlich ein Feedback zu dem Level. Wie findet ihr das? Findet ihr das ganz cool? Ansonsten, muss ich es einfach nochmal ein bisschen bearbeiten oder einfach irgendwie versuchen durchzuspielen, damit ihr das dann auch spielen kann. Ich werde euch dann auf jeden Fall den Code irgendwie per Twitter nachreichen oder vielleicht jetzt einblenden. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schickt mir eure Level ein, baut mir eure Level, schickt sie mir ein über das Formular, was ihr unten in der Videobeschreibung findet. Und dann verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein und bis zum nächsten Mal.